Batgirl! Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Ich habe mir noch nie so viel Mühe für jemanden gemacht, wirklich. Und warum tue ich das? Ich mache mir Sorgen. Großes. Weißt du, Batman ist die letzten paar Monate nicht er selbst gewesen. Wenn er nicht zu spät kommt, ist er erschöpft. Wenn er nicht erschöpft ist, ist er abgelenkt. Er macht so viele Fehler. Ich glaube, man nennt das Baby Brain. Der beste Weg, das Baby Brain zu heilen, ist, die Babys loszuwerden. Wen nennt ihr hier ein Baby? Nicht dich. Will ich hoffen. So. Wenn du glaubst, Batgirl kann dich retten, dann hast du dich geschnitten. Mir geht's gut, Batgirl. Aber das kann ich von Gordon nicht behaupten. Der Joker hat irgendwas Grausiges mit ihm vor. Zu Dinosaurierzeiten waren diese Viecher die Könige der Meere. Ist doch verrückt, oder? Stell dir nur vor, die würden heute noch leben. Und du, Bulle, wirst gleich von einem gefressen. Keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich muss die Geiseln befreien. Bevor du findest Dinosaurier-DNA in einem Insekt in einem Stück orangenem Glas. Wie kommen die Insekten eigentlich in das orange Glas? Sie bohren sich hinein und bleiben drin stecken. Jetzt fehlen halt einmal Zähne, leider. Weißt du, Glas ist in seinem natürlichen Zustand orange. Es muss alle möglichen chemischen Prozesse durchlaufen, um durchsichtig zu werden. Mann, heutzutage verarbeiten wir alles.
großer. Danke, Batgirl. Hör zu. Sei bitte vorsichtig. Jokers Männer erwähnten eine Falle für dich und Robin. Er will euch bei... Schlechter Scherz. Davon hat Joke eine Menge auf Lager. Heute macht er seinen letzten. Batgirl, ich habe hier eine Bombe mit einer recht ungewöhnlichen Verkabelung. Ich bin unterwegs zu dir. Oh, das Spiel ist abgestürzt. Gut. Ungewöhnlich. Startet gleich neu. Könnt ihr ja skippen. Batgirl, ich habe hier eine Bombe mit einer recht ungewöhnlichen Verkabelung. Ich bin unterwegs zu dir. Ich muss die Bombe entschärfen. Das war nicht mal schwer. Für Vögel ist es nie einfach, den richtigen Partner zu finden. Rotkehlchen und Fledermäuse lösen das Problem, indem sie sich an verbrechensbelasteten Ecken treffen und einander mit dem Verprügeln von Schlägern imponieren. Ah!
glaube, ich habe eine Spur von Lachgas entdeckt. Der Joker? Möglich. Lass mich wissen, was du findest. Mach ich. So, neben den Story-Achievements soll es jetzt nur noch geben, Gegner mit Blendung und Erschreckung zu besiegen. Insgesamt 15 Stück. Ja, ich weiß nicht, ob das noch möglich ist. Und ich weiß nicht, wie man hier weiterkommt. Lass mich dich etwas fragen, Batgirl. Warum sollte irgendjemand Batman folgen? Der Mann ist doch völlig irre. Nur Verrückte von einem Mann. Ist mit diesem Teil nur schiefgelaufen. Der ist doch kein Mensch. Batgirl, ich hab sie. Ich hab dir meine Koordinaten übermittelt. Keine Spur von Menschlichkeit. Ja, wo ist mein Vater? Robin hat den Joker gefunden. Die Chancen stehen gut, dass er auch meinen Vater hat. Wen haben wir denn da? Ups.
schleudert hier rum. Aber wo? Ich muss zu Robin. Aus dem Hauptzelt. Beeil dich, Bob. Hier. Ich hab da meine Tricks. Ich heiße Sie alle willkommen zu Jokers Hauptveranstaltung. Die heutige Sondervorstellung, die fantastischen Tode der maskierten Weltverbesserer. Treten Sie ein, entspannen Sie sich. Viel Spaß! Hat Sie Stücke! Hilfst du mir? Thank you.
Sidekick ist tot. Was würde Batman tun? Ja, es war ein Spaß. Du bist die Nächste, Kindchen. Ich dachte, du würdest Glück bringen. Daneben, oder? Batgirl! Wir holen ihn uns später. Aber mein Dad, Tim. Ich will hier Helis und Küstenwache. Schreiben Sie Joker zur Fahndung aus. Dein Dad ist jetzt sicher. Nur das zählt. Seid ihr okay? Alles gut, Commissioner. Ihr habt heute viele Leben gerettet, einschließlich meinem. Danke sehr. Gern geschehen. Wirklich alles okay, Batgirl? Das ist nicht vorbei! Wir kriegen euch! Drängt sie hier raus! Schätze, manches liegt in der Familie. Ein Fatal Error. Na gut, trotzdem sollte es das mit dem DLC dann auch gewesen sein und als geschafft zu markieren. Da bin ich gespannt aufs nächste, das war auch wieder sehr cool. Und vor allem diesmal war es länger, das war sehr schön. Und Batgirl zu spielen hat mega Spaß gemacht.